Wurzeln hier unten immer jemand zurecht. Was, mehr habe ich nicht. 8 kostet das jedes Mal. Wow. Das kostet jedes Mal 8. Na gut. So. Nicht genug Energie. So. Was brauche ich denn noch? Sekunde mal. Alles klar. Ich habe auf jeden Fall, das kann da rein, die Asche tue ich hier hin, das Salz brauche ich woanders, woanders. Hey, warte mal, ich habe den Schlüssel, cool, guck mal. Hier ist der Schlüssel. Was? Endlich ein Schritt weiter. In Ordnung. Geh du vor. Wir werden schon sehen, wer nutzlos ist. Ich werde ihnen ihr blödes Grinsen schon noch vom Gesicht hauen. Was? Haben wir denn da? Wie krass. Von wem redest du eigentlich? Ich rede von allem. Ach, komischer Kerl. Was? Oh, ich glaube, da ist, was ich suche. Was? 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 Holy, what? Sind wir gerade gestorben? Wie? Ich bin tot? What the fuck? Was ist gerade passiert? Ich glaube, ich bin noch am Leben und wieder zurück zu Hause. Unter diesen Umständen ist das nicht unbedingt gut. Ich muss zurückkehren und dieses Tagebuch besorgen. Was ist hier los? Was ist denn jetzt passiert? Lieg ich da etwa? Wow. Mann, wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht, ich bin einfach zurück zu meiner Hütte gegangen. Na toll. Daran sollte ich mich langsam gewöhnen. Solche Dinge passieren mir ja ständig. Du bist so ein nutzloser... du bist ein nutzloser Idiot, obwohl du unsterblich bist. Das ist echt nicht fair. Ich hasse dich. Arschloch. Was? Wie bitte? Ich hasse dich. Pisser. Lass mich das kurz aufschreiben. Friedhofswärter, kann ich sterben? Drecksack, Arschloch. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Da du deinen unsterblichen Hintern hierhin geschafft hast, habe ich entschieden, dass du in diesem Kerker nicht sterben... was? Habe ich entschieden, dass ich in diesem Kerker nicht sterben will, sondern du, welcher Kerker? Der ist gleich hier. Den gab es schon lange, bevor die Kirche gebaut wurde. Und niemand weiß, wie tief er ist. Die ersten Inquisitoren bekämpften irgendwas da unten von der uralten Abmachung, vor der uralten Abmachung, was eine Abmachung? Hey, wo da hängt einer? Wie kann ich ihr helfen? Ich habe meine Quellen, deshalb weiß ich immer, wo ich die Dinge, die ich brauche, finden kann. Und an diesem Punkt meines Racheplans befinden sich viele Dinge, die ich brauche in diesem Kerker. Zunächst brauche ich einen Eimer voller Blut. Und 5 blutige Nägel. Du solltest sie in den ersten Ebenen finden, dort, wo die Heiden gefoltert wurden. Alter! Klingt so, als stünde da jemand um Hilfe. Bist du das? Vielleicht, vielleicht. Auch nicht. Dieser Ort verbirgt viele Dinge.
Ist mir eigentlich egal. Es sei denn, er hat mir meinen Plan. Es hat mit meinem Plan zu tun. Alter, was mache ich jetzt schon wieder? Hör auf! Einfach irgendwo hinzugehen. Ich sollte mal nachsehen. Warum? Was mache ich denn da? Heiliges Kanonenrohr! Tatsächlich, was für eine nette Überraschung. Ich freue mich, endlich mal wieder jemanden zu sehen. Bist du am Leben? Brauchst du Hilfe oder was hängst du da so rum? Sag mir mal, ich bin bei Bewusstsein und ich freue mich sehr über dein Hilfsangebot. Mein Name ist Gunther und Gunther ist munter. Da sollte rechts irgendwo ein Hebel sein. Hab ihn. Toll, ich bin verwundert, dass der noch funktioniert. Warum mache ich das? Würdest du mich jetzt bitte ein paar Mal mit deinem Schwert schlagen? Sollte ich den Typen nicht anfassen? Wie war das? Hat uns nicht der Friedhofs... Der Astrologe gewarnt? Kannst du mir erst eine Frage beantworten? Was? Okay, kannst du mir erst eine Frage beantworten? Schlag mich bitte erst, ich habe schon so lange nichts gefühlt. Oh, das tut gut. Oh, ja, wie die Klinge durch mein Fleisch fährt. Das erste Gefühl nach so langen Jahren. Jetzt beantworte ich deine Fragen gern. Wer bist du? Wie gesagt, mein Name ist Gunther, du Arsch. Bist du tot? Komplizierte Frage. Ich selbst würde mich eine transistorische Person nennen. Ich bin weder tot noch lebendig. Irgendwo dazwischen. Siehst du doch, du Penner. Allgemein nennt man sowas untot. Bist du zu einem Untoten geworden? Wissenschaft und ein wenig Magie. Der alte Meister hat mich gemacht. Nun ja, eigentlich hat er viele von uns gemacht. Alle arbeiten, meine Brüder. Arbeiten meine Brüder noch auf dem Friedhof? Nein, ich glaube, da gibt's nur noch dich. Übrigens bin ich der neue Friedhofswärter. Oh, dann mache ich dir ein paar Brüder. Was? Oh, dann mach mir ein paar Brüder. Sie werden dir eine große Hilfe sein. Geil, was? Kann ich mir hier jetzt eine untoten Sklavenarmee machen? Durst. Wie können deine Brüder mir helfen? Oh, die können einfache Aufgaben für dich erledigen. Durst. Wenn du ihnen die richtige Ausrüstung gibst, können sie Ressourcen für dich sammeln. Und sie sogar transportieren. Oh ja, 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 wie geil. Welche Ausrüstung? Ach Mann, Alter, ich glaube, ein Zombie ist irgendwo unter dem Felsen auf dem Weg zum Wald vergraben. Du kannst ihn ausgraben und dir seine Ausrüstung anschauen. Okay. Nuff. Sind die so wie du? Leider nicht, ich bin einzigartig. Irgendetwas ist falsch gelaufen. Ich bin zu schlau. Da hat mich der alte Meister hier angekettet. Ich habe nicht dazu gepasst. Ich kann dich freilassen. Ich weiß nicht, ob ich ihn freilassen sollte. Ach so. Warum soll ich dich schlagen? Oh, meine derzeitige Lage fühle ich nichts. Zunächst war das wie ein Albtraum, aber dann fand ich heraus, dass ich noch immer Schmerz empfinden kann. Fühlt sich nicht wie Schmerz an, eher wie eine sanfte Brise, aber das ist alles, was ich habe. Ich kann dich nochmal schlagen, wenn du willst. Das ist nett von dir, vielleicht später, du Arsch. Nach so vielen Jahren waren deine Schläge wahrlich ein Vergnügen. Es wird ein paar Jahre dauern, bis ich wieder ein solches Vergnügen verspüren kann. Und ich habe noch ein wenig Fleisch auf den Knochen. Es wäre zu schade, sie zu vergeuden. Okay. Wie mache ich so transistorische? Oh, das ist einfach. Du findest die Blaupausen für einen Wiederbelebungstisch auf dem Regal zu deiner Linken. Irgendwo sollten hier auch noch ein paar Flaschen mit Hauptzutaten für die Wiederbelebung rumliegen. Du kannst immer mehr am Alchemietisch machen. Kennst du das Rezept? Die zweite Zutat ist Blut. Ich bin mir ganz sicher. Nicht ganz sicher, aber die erste war irgendein Pulver, glaube ich. Knochenpulver vielleicht. What?
Blaupause, Auferstehungstisch. Oh, wie geil. Zombiesaft. Zombiesaft? Wow, kann ich das Ding hier zerdeppern? Nee. Erzähl mir von den... Einer Zutat ist Blut, das andere ist irgendein Pulver. Es gibt einen Pass in der Waldgegend, nördlich der Kirche. Ein transistorischer Boden, müsste dort irgendwo unter einem Felsen begraben sein. Okay, aber freilassen war vielleicht eine gute Idee, dass ich das nicht gemacht habe. Was sau ich denn hier? Und vor allen Dingen, warum? Was kann ich denn hier noch machen? Interessant. What gibt es denn hier alles? Kann ich auch noch zerkloppen. Schön. Sag mal, kann ich hier irgendwas basteln? Öffnen. Hier. Ich habe jetzt einen Wiederbelebungstisch. Ah. Wärtertagebuch. Cool, hier kann ich aber nichts machen. Was ist das hier für eine Streckbank? Krasse Scheiße. So, was kann ich hier bauen? Schädel in der Wand? Holy shit. Ach, dafür brauche ich die Arbeits... Dafür brauche ich die Schädel. Okay. Mhm. Wie viel habe ich denn? 4. Wow, jetzt wird es langsam krass hier. Ich sollte hier dringend eine Kiste bauen. Keine Leiche, Leichenteile. Fritsche. Wie kann ich das denn machen? Brauche ich da irgendeine neue Dings? Auferstehungstisch. Transportstation, was? Ja, Mann, ich will eine Transportstation. Hier kann ich bessere Kreuze machen. Das wäre auch mal gut zu erfahren, was ich da machen kann. So, jetzt habe ich erstmal nichts mehr hier. Warum kann ich hier keinen Tisch machen? Ein Auferstehungstisch. Ich mal hier hin. Okay, ansonsten habe ich eine Doppelpritsche. Ich habe ja erstmal normale Pritschen. Und Vorbereitungstisch. Was? Stahlteile brauche ich dafür. Okay. Da jetzt bin ich mal gespannt. Leiche wiederbeleben. Erschaffe Zombies, alles klar. Fuck yeah. Was habe ich denn sonst noch dabei? Was kann ich denn jetzt hier machen? So, das kann da rein. Zombie-Saft von mir aus auch.
Wärtertagebuch. Das muss ich, wenn Mond ist, muss ich das wegbringen. Metallschrott. Kann ich jetzt hier irgendwas Neues machen? Zeig mal. Gebet für Ranken und Wurzeln. Spendengebet. Da kann ich verschiedene Gebete machen. Meine Herren. Eimer mit Blut. Ja. So, was kann ich hier? Spitzdünger, Wachstumsbeschleuniger. Wo kriege ich den denn her? Wo kriege ich den denn her? Weiße Farbe. Woher kriege ich weiße Farbe und schwarze Farbe? Sag mir das mal einer. Das würde ich echt mal gerne wissen. Wo kriege ich weiße und schwarze Farbe? Sekunde, Sekunde. Ich komme. Hundet. Oh, sehr schön. Den möchte ich natürlich begraben. Ich hole mir dafür einen anderen. Ich exhumiere einfach irgendeinen. So, ich komme hier dran vorbei. Ich tue das Blut hier rein. Ich tue den Eimer mit Blut da rein, weil den brauchen wir ja nachher. Das von mir ist auch. Wir haben eh noch ein Loch offen da. Und zu. So, was war mit dem? Der ist okay. Der ist eigentlich doof, ne? So, warum hat der hier 0? Weil der total Schrott ist. Also den können wir doch mal raus da nehmen. Können wir das mal entfernen hier. Können wir das so lange hier drauf machen. So, und hier. Ich weiß, 6. 6 haben wir hier. Was haben wir hier noch? Hä? Die Leiche ist um. Das heißt, die kann da auch weg. So, kriegt der da drauf. Was ist da? Den muss ich noch exhumieren. Der ist okay. Was? Oh, da ist aber noch was. Da ist noch was. Da kann man aber noch was machen. Der ist auch Schrott. Okay. Wir sind schon bei 42, ne? Mehr geht nicht. So, exhumiere ich den mal als erstes hier. Jetzt ist die Schaufel im Arsch. Ich glaub's geht los, ey. F
Was denn jetzt, ey? Das gibt's doch nicht. Wir haben wieder nichts an Karotten. Schleifstein. So. Schleifstein. Dann haben wir hier... Das kann da rein. Das Brennholz kann da auch rein. Und Salz würde ich eigentlich hier abgeben. Hier kann ich noch 10 Pilze machen und so. Okay, okay. Achso, das Glas. Glas. Habe ich noch? Oh. Porzellankrug. Ich habe überhaupt kein Glas mehr hier. Auch kein Eisen. Ein Eisen kann ich jetzt noch machen. Der ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber gut, wir haben hier noch 20 Barren. Und außerdem... will ich den hier raus. Ja. Den anderen kann ich jetzt noch nicht exhumieren. Ich kann mal gucken, was gibt es hier bei dem? Da gibt es eine Menge. Holen wir erstmal den Kopf. Und die Haut brauche ich auch. Und Knochen brauche ich auch. Und Fett. So. Dann nehme ich den. Was mache ich jetzt? Ach du Scheiße. 10 Stück brauche ich davon. Okay. 10 Glauben, dann kann ich einen wiederbeleben. Ja gut, dann weiß ich ja Bescheid. So. Wir haben doch noch was gebaut, bekommen, ne? Was war das denn? Ach, hier brauchte ich das. Okay. Aha. What? Hier kann ich meditieren? Was soll das bringen? Steingarten meditieren. Bringt mir das noch irgendwas zusätzlich, frage ich mich gerade. Außer, dass der Tag davon nur ganz rumgeht. Ich weiß nicht. Aber cool, jetzt haben wir da so einen schicken Steingarten. Aber ich sehe gerade... Wir haben jetzt diesen bestimmten Tag. Ich muss runter. Ich muss rüber. Ich hole mir dieses Buch, den Schlüssel und bringe das dem, dem Geistlichen.
So. Den Schlüssel und das Buch. So, war es sonst noch irgendwas? Hier habe ich ihn einmal mit Blut und ich brauchte noch irgendwie Honig. Ich weiß gar nicht, wo ich den jetzt hingepackt habe. Hier habe ich zwei Honig. Hatte ich hier nicht auch noch Honig? Mann, ich war mir eigentlich sicher, ich hätte mehr Honig. Hier habe ich noch zwei Honig. Alles klar. So, das sind vier Honig. Dann gehe ich jetzt mal... Warte. Ich habe ja das Ding hier. Benutzen zum Leuchtturm. Ach, guck mal. Hey. Guck mal, ich habe das Tagebuch. Großartig, großartig. In diesem Buch müssten viele wichtige Dinge stehen. Wunderbar. Schade. Ich habe mich schon lange nicht mehr so lebendig gefühlt. Also kann ich jetzt das Portal... Wie kann ich jetzt das Portal auf dem Hexenhügel öffnen? Mal sehen. Du musst einen Geisterlaser anfertigen. What? Was? Aber ich weiß nicht, was ein Laser ist. Tut mir leid. Er sollte auf einem Podest vor dem Portal aufgebaut werden. Du fertigst ihn in zwei Schritten an. Erst ein Emitter und dann einen Lauf. Und der Emitter hat drei Teile. Spiegel des Stolzes, eine ewig lodernde Kohle und eine salzige Gabel. Was? Die zweite Hälfte des Buches ist mit irgendetwas Klebrigem bedeckt. Ich muss es erst reinigen. Ich glaube, ich brauche Säure und Restaurationswerkzeug, um es zu säubern. Das war klar. Nun gut, wo finde ich das Zeug? Er schreibt, dass seine Freunde glaubten, diese Dinge könnten in der Stadt gefunden werden. Ich verstehe nicht, aber er schreibt, dass die Dinge die Seele der Stadt sind. Das klingt alles nach Verblendung, Magie. Ha, so Nonsens. Wenn ich du wäre, würde ich mit etwas anfangen, das ich auch sehen kann. Schau dir doch mal das Podest beim Portal an. Gehe danach in die Stadt und versuche, diese Gegenstände zu finden. Ach du Scheiße. Also was die Säure angeht, du weißt, wo ich an Säure herkomme? Oh, ich habe da die Alchemie vor vielen Jahren aufgegeben. Sie ist eine wissenschaftliche Sackgasse, aber ich weiß, wo du Säure bekommst. Ich habe die Alchemie vor... Ja, das habe ich da schon. Wo komme ich hier? Achso, ja gut. Na, da haben wir wohl ein Problem, junger Mann. Die Inquisition hat alle Restaurationswerkzeuge zerstört. Diese Narren, die glauben, dass es nur zu Leid führt, wenn man die Vergangenheit wieder ausgräbt. Schwarzmarkt könntest du Glück haben. Okay. Ich sollte mit Schlange reden. Alles klar. Achso, was verkauft der? Oh, der verkauft Tinte. Oh shit, die könnte ich jetzt echt gebrauchen. Und der ist aber nicht mehr lange da, ne? Ah doch, der ist noch ein bisschen da. Wobei, bis ich Tinte gefertigt habe, kann sich das ja nur noch um Stunden handeln. Ich gehe mal kurz die ganzen Briefe vertickern hier. Bestattungsurkunden. Los jetzt. Und dann können wir mal mit Schlange reden. Ne, mit Schlange reden wir jetzt noch nicht. So, Handeln. Guck mal hier. Ich habe ganz viel davon. Wow, 10. Jawohl, 10. Wie cool. Oh, da gibt es noch mehr. Ruhesteine.
So ein Pech nicht heute, der redet auch nicht jeden Tag mit mir. Ne? So, der wollte Tinte und Papier.